Moin moin und herzlich willkommen zurück zu die Elder Scrolls Arena. Ja, wir müssen jetzt eben nochmal die Magiergilde suchen. Die war doch, glaube ich, hier irgendwo im Osten. So, da haben wir ja den Waffelladen. Muss das doch, glaube ich, hier irgendwo sein. Ich glaube, das war, oder das. Einer von den beiden war das. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Mond. Ganz weit Richtung Osten. So, diesen Weg. Und versuchen. Ja, wir sind ja jetzt erstmal reich. Und suchen uns hier mal ein bisschen mehr Lebenspotion hier. Health Potion zu sammeln. Wir brauchen ja noch ein paar Zaubertränke, deswegen. Dass wir jetzt auf einmal hier 25.000 Gold haben, ey. Wenn wir so weitermachen, werden wir noch bald Millionär. Ich glaube, das ist schon der Mond. So, gucken wir mal. Ne, das ist noch nicht der Mond. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Boah, ich drehe mal die Lautstärke bei mir noch mal ein bisschen runter. Dieses Lied dröhnt richtig in den Ohren. Das ist schon die Mauer. Ja, jetzt müssen wir nach Süden, okay. So, dann muss der Mond hier sein. Ja, da haben wir den Mond. Jo. Okay, da können wir nicht rein. Schade. Dann gehen wir hier mal rein. You enter the Brotherhood of Justice, shaking the cold off yourself and stamping your feet to warm them. You can hear chanting in the distance. Enter the Brotherhood of Justice. Hi. Okay. Das hier so ein Gerichtssaal oder wie jetzt? Brotherhood of Justice. Ja, dann gehen wir mal lieber. Da haben wir's. Genau das war's dann. Moinsen. Aber da wir jetzt eigentlich so viel Geld hatten, können wir dann richtig viele Health Potions kaufen. Und dann können wir ja eigentlich hier Dings, ja. Sagen wir mal, wir kaufen mal 40 davon. Zahlen 2000 Gold, ja, akzeptieren wir. Ja. Haben wir jetzt 40 von denen. Wenn wir jetzt hier nächste Seite gehen. Hier 41 haben wir jetzt sogar. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich das erste Dungeon der Hauptquest locker überstehen. Oder nicht? Dann würde ich sagen, hier speichern wir eben mal ganz kurz. Aber ich würde das vorsichtshalber lieber hier speichern. Und dann
Gehen wir. Stonekeep. Ja, wir bräuchten dafür 20 Tage. Okay. Dann gehen wir dahin. Ja, okay, wir sind auch hier oben. Ich glaube, der schnellste Weg wäre tatsächlich, wenn er diesen Weg gehen würde. Und dann hier so. Und dann ab hier irgendwie da rein. Oder von hier so. Und dann da rein. Obwohl, wir kriegen das eh nicht mit, wie der dahin geht. Und dann wären wir jetzt hier. Noch einmal in der Hauptquest. Da kommt jemand. Da. Hier ist irgendwo noch eine Ratte. Die ich aber nicht sehe. Aber egal. Wir haben jetzt jede Menge Potions. Oh. Hab ich beide auf einmal geschlachtet. Ein Bracelet, okay. Wir haben jetzt so viele Potions, wir könnten hier locker den ganzen Mist hier überleben. Schaffen. Okay, wo ist denn der? Ach, hier. 6 Gold. Aber sonst hat er nichts. Kann ja sein, dass hier irgendwie wieder Gold kommt oder so. Oder wieder irgendwie so ein geiles Item, das wieder so viele tausend oder zigtausend Gold gibt. Das wäre dann einfach legendär, wenn ich das schaffen würde. Und jetzt haben wir wieder die Wölfe. Egal, geh mal drauf. Der hatte nichts. Der hatte nichts. Und der hatte auch nichts. Okay, hier gab es nichts. Aber wir müssen alles mitnehmen. Ich weiß, ihr habt das schon genauso wie ich 100.000 Mal jetzt diese Dungeons hier gesehen. Diese Räume von dem Dungeon, meinte ich. Aber es kann ja immer... Was bist du denn, Herr Arschloch? Aber es kann ja sein, dass wir wie jetzt hier wieder ein Goldstück finden. Damit werden wir unsere Ebenerzrüstung finanzieren. Wird locker reichen. Dann gehen wir wieder darum und machen hier denselben Mist. Ich bin diseased, statt da. Ah, Warhammer. Elven Longsword. Amulett, Tanto. Frag mich, wie viel wir für das Amulett bekommen. Immer diese Ratten, ne? Kommen schon ganz schön viele hier. Die sind auch gelb hier gerade, also wir haben irgendwas bekommen, aber ich sehe jetzt nicht wo. Strength haben wir 82, nice. Wie haben wir das also hochgekriegt? Oder ist das wegen einem Zaubertrank oder sowas? Hier haben wir wieder Gold. 5 Stück und noch ein Amulett. Digga, wie viel kriegen wir? Ich hoffe, die sind richtig viel wert. Die Amulette, die müssen viel wert sein. Ein Out. Was? An old faded sign reads, the king and palace are lost. Wie? Okay, konnte ich jetzt nicht zu Ende lesen. Aber wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr wisst, was zu tun ist. Pause machen und dann
Hab das. Oh, du schon wieder. So, Minotaur has nothing usable. Die Minotauren, die gehen mir aber auf den Sack. Aber sollte mein Katana kaputt gehen? Oh, Crystal haben wir jetzt, Longsword. Sollte mein Katana kaputt gehen jetzt hier, mein Schwert, haben wir ja noch ein paar Waffen. Wie geil war das denn jetzt? Da müsste noch irgendwo einer sein. Wahrscheinlich hier, ja. 27 Gold hatte der. Die anderen. Vielleicht ganze 6 Goblins waren hier. So, wir wissen, was zu tun ist. Hier rüberspringen. Genau, hier war der Schlüssel. Ich wünschte, ich könnte den jetzt mal aufheben. Kann ich den jetzt auch mal aufheben? Ja, komm schon, ich will. Ja, jetzt habe ich den. Den eisernen Schlüssel. Und jetzt gehen wir hier einmal drum herum komplett. Gucken, was wir hier für Gegner noch kriegen. Hier ist irgendwas am Trommeln. Aber hier müssen wir auf jeden Fall noch hin. Das war das, wo wir letztes Mal erkundet hatten und nicht wirklich weiterkamen. Auch recht riesig hier. Für mich persönlich meine ich jetzt. Und wir haben hier irgendwas auf jeden Fall noch zu erledigen. Ich habe jetzt vergessen, was wir hier erledigen müssen. Das können wir hier mal nachschauen. So. The ruler of Rihet has marked Stonekeep on your map of the province of Hammerhell. Aber hier steht jetzt nicht, was ich noch machen muss. Wir gehen erstmal nochmal drum herum. Alle ausgeschaltet. Ja. Ich glaube, jedes Mal bimmelt es, wenn wir hier rankommen. So. Im Grunde, hier haben wir schon alles entdeckt. Dann müssen wir einmal hier unten schauen, wie wir weitermachen. Hier hinten schauen, was wir noch alles entdecken können und wie wir hier weiterkommen und so. Dann noch auf der Seite müssen wir irgendwie einen Weg finden, wie wir da durchkommen oder falls es hier irgendwo einen Weg gibt. Und hier unten alles noch erkunden. Das heißt, wir müssen wieder auf die andere Seite. Nein. Ja, jetzt sind wir runtergefallen. Aber wir haben ja den eisernen Schlüssel, sehen wir hier oben. Okay, hier gibt es nichts. Da haben wir den eisernen Schlüssel.
You open door with an iron key. Ja, Mann. Boah. Ich mich jetzt erschrocken. Hört auch nichts. So, der hat einen Dolch. Nehmen wir mit. Ich würde sagen, hier speichern wir noch einmal, aber auf den hier. Okay. Ich glaube, das ist einfach so ein Raum. This room and others nearby were offices at one time, but... Okay. Die sind miteinander verknüpft hier. Jo, habe ich beide auch irgendwie geschafft auszuschalten, obwohl ich den einen kaum gesehen habe. War klar. Nice. Und der hat einen Stab, einen Staff. Du schon wieder. Drei Goldstücke. Nice. So. Aber wir haben hier hinten noch nicht weiter erkundet, deswegen will ich wieder dahin. Aber wir gehen mal hier rum. Der hat nichts. Hinter mir oder wo ist der? Oder hier? Ah, hier. Ja, noch einer. So. Und so. Hier gibt's nichts. Oh. Digga, wie viele Orks? Oh, hier sind auch noch mal zwei. Nicht sein, dass da so viele waren. So, wo sind wir jetzt überhaupt? Ah, wir kommen langsam hier, dem hier näher. Ich glaube, das hier ist die Küche. Das hier wahrscheinlich die Speisekammer. Aber hier geht es nicht weiter, ne? Nee. Okay, wie kommen wir dahin? Das scheint bisher der einzige Weg zu sein, aber das ist ja so ein bisschen erhöht, dass wir da nicht durchkommen und auch nur eingeengt. Daher weiß ich nicht, wie wir da durchkommen. Ah, was haben wir hier? Das ist interessant. Hier kommen wir wieder auf den Gang. Okay. Jetzt bin ich gespannt, wo wir weiter geradeaus kommen. Der hat nichts. Und auch nichts. Sorry, muss er gerade aufstoßen. Hier gibt's nichts.
Wie hier jetzt? Scheint auf jeden Fall interessant zu sein. Ich würde sagen, wir gehen zuerst aber diesen Weg. Okay, hinter mir war nichts, dann wahrscheinlich hier drinnen. Oder doch nicht? Ach, doch, hinter mir. Irgendwo hinter mir waren die gewesen, wo ich die nicht gesehen habe. Der hat nicht, doch 12 Gold. Aber der hier hat nichts. Kommt der auf einmal von hinten? Arschloch. Der hat einen Stab. Der hat nichts. Ist der hinter mir oder? Wahrscheinlich da drin. Ja. Was Goblins angeht, sind wir schon richtig stark. Aha. Aha. Wir haben ja was gefunden. Aua! Nein, warte! Wo kommen die noch auf einmal? Oh, hier ist auch noch einer. Okay. Der hat nichts. Der hat einen Dolch. Er hat 50 Gold, immerhin. Und ein Buckler. Wo sind wir hier jetzt? Ich glaube, das ist jetzt das große Ding, wo wir hier nicht durchkamen. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, das sieht interessant aus. Aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.